Hoffnung und die Aussicht auf ein bisschen mehr Normalität, das ist bei vielen Menschen das vorherrschende Gefühl nach den gestern beschlossenen Lockerungen. Dabei gerät etwas in den Hintergrund, dass die Zahl der Neuinfektionen nämlich immer noch steigt. Laut Robert-Koch-Institut gibt es etwa 166.000 Fälle, 1.284 mehr als gestern. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI auf 139.900. 7.119 Menschen sind an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. In den Gesundheitsämtern dürften die beschlossenen Lockerungen mit gemischten Gefühlen gesehen werden, denn es könnte wieder mehr Ansteckungen geben. Das heißt, die Arbeit wird nicht weniger für die Behörde. Lange von der Politik vernachlässigt, sollen die Gesundheitsämter jetzt in kürzester Zeit hochgerüstet werden. Aber das ist gar nicht so einfach. Ein neues Fax heißt ein neuer Infektionsfall für das Gesundheitsamt in Mainz. Jeder Infizierte wird hier ins System eingetragen und von Mitarbeiterinnen wie Romy Hildebrandt angerufen, etwa um Kontaktpersonen zu ermitteln. Eine Art Detektivarbeit. Hatten Sie Kontakt zu einem positiv Getesteten? Waren Sie verreist? Dass nun weitere Lockerungen im Alltag anstehen, verunsichert. Denn ist das Gesundheitsamt überfordert, bleiben Infektionen unentdeckt. Man kann es nicht abschätzen. Kommen noch mal sehr viel höhere Fallzahlen, haben wir wieder einen erhöhten Arbeitsaufwand. Bleibt es so relativ ruhig. Die Auswirkungen dieser Lockerungen werden wir so in 7 bis 10 Tagen merken. In der Krise ist das Gesundheitsamt eine entscheidende Stelle. Hier werden etwa Virustests durchgeführt, vor allem aber die Pandemie verwaltet. Einmal haben wir das V-Datum, das ist das Datum, wo der erste positive Test gekommen ist. Dabei bekommt das Amt Unterstützung von 2 Neuen, Mareike Schickle und Tobias Schöller. Er ist gelernter Rettungssanitäter, sie hat Gesundheitsmanagement studiert. Seit dieser Woche sind sie sogenannte Containment Scouts. Das heißt, sie werden dem Gesundheitsamt beim Erfassen von Kontaktketten helfen. Man hört es in den Medien, dass immer mehr Probleme da sind und immer mehr Fälle gefunden wurden. Und da haben wir natürlich auch gedacht, okay, es wäre ganz gut, wenn man da auch selbst mit angreifen kann. Die Kollegen sind auch alle wirklich sehr freundlich, haben sich Mühe gegeben, weil die merken, je besser wir eingearbeitet sind, desto schneller können wir die entlasten. Entlastung, die sie alle hier dringend brauchen. Der Arbeitsaufwand immens. Ich arbeite jetzt mehr als Vollzeit und bin eigentlich eine Teilzeitkraft und habe jetzt maximal 1-2 freie Wochenende seit Corona-Zeit gehabt. Unter Amtsleiter Dietmar Hoffmann arbeiten 38 Mitarbeiter gegen die Pandemie. Nach offiziellen Vorgaben müssten es eigentlich mehr als doppelt so viele sein. Aber medizinisches Fachpersonal ist selten und will häufig nicht im Amt, sondern besser bezahlt in der Klinik arbeiten. Ärzte oder auch Hygieneinspektoren, die brauchen wir auch dringend und zwar auf Dauer. Wir müssen nicht nur kurzfristige zur Verfügung stellen, sondern wir brauchen langfristig adäquates, gut ausgebildetes und adäquat bezahltes Personal. Zumindest für die nächsten 6 Monate werden die Containment Scouts hier aushelfen und sich nach dem Einlernen beweisen müssen. Denn die meisten hier vermuten mehr Lockerungen, das heißt auch bald mehr Infizierte. Dazu ist mir aus Berlin vom Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung via Skype der Journalist Markus Grill zugeschaltet. Nun sollen die Schutzmaßnahmen in den Bundesländern ja gelockert werden. Wie gut sind die Gesundheitsämter denn personell dafür aufgestellt, um die Infektionsverfolgung weiter aufzunehmen, der ja immer noch eine entscheidende Rolle zukommt? Ja, das hat man ja gerade mit Beitrag gesehen. Die Gesundheitsämter müssen die Kontaktpersonen von Infizierten anrufen und müssen denen sagen, sie sollen dann in Quarantäne bleiben. Also Kontaktperson heißt, nicht jedem, dem ich als Infizierter dann irgendwo beim Einkaufen begegnet bin, ist eine Kontaktperson, sondern jemand, dem ich näher als 2 Meter gekommen bin und mit dem ich auch 15 Minuten zusammen war. Ja. Wie gut die Gesundheitsämter ausgestattet sind, weiß man nicht genau. Es gibt zwar den Beschluss der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, dass die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut mitteilen müssen, ob die Kapazitäten ausreichend sind, die sie haben, ob sie in der Lage sind, dieses Kontaktverfolgen zu machen. Tatsächlich haben von den 400 Gesundheitsämtern in Deutschland aber 240 diese Angaben nicht gemeldet. Das heißt, für über die Hälfte der deutschen Landkreise weiß das Robert-Koch-Institut nicht, ob die Kapazitäten ausreichend sind. Gestern haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten sich ja auf eine Art Notbremse geeinigt. Wenn die Zahl der Neuinfizierten 50 Fälle pro 100.000 Einwohner pro Woche übersteigt, soll das öffentliche Leben also wieder runtergefahren werden. Wo ist das zu befürchten?
Also bisher ist das nur, oder heute ist das nur in einem einzigen Landkreis in Deutschland der Fall. Das ist der Landkreis Greiz in Thüringen. Aber das ist eine sehr volatile Geschichte. Wenn man nur eine Woche zurückgeht, gab es 10 Landkreise in Deutschland, die mehr als 50 Neuinfizierte pro Woche hatten. Wenn man 2 Wochen zurückgeht, waren es über 20 solcher Landkreise. Also auch wenn im Moment das Infektionsgeschehen zur Ruhe gekommen ist, kann es sich auch sehr schnell wieder ändern. Das Problem bei dem Runterfahren des öffentlichen Lebens, wenn es dann über 50 sind, ist natürlich ein falscher Anreiz mit den Testungen. Ja? Das heißt dann, nämlich je mehr ich teste, desto mehr Fälle finde ich auch. Und das ist ein bisschen fraglich, ob das dann so ein sinnvolles Kriterium ist. Ja, bisher, apropos Test, war ja die Strategie, dass die Lockerungen mit mehr Corona-Tests einhergehen müssen. Wird denn nun tatsächlich auch mehr getestet? Nein, es wird weniger getestet. Also allein im Vergleich zur Vorwoche sind bundesweit die Tests um mehr als 10% zurückgegangen. Wenn man nochmal 4 Wochen zurückgeht, gab es 20% mehr Tests in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut sagt natürlich, das liegt auch einfach daran, weil das Infektionsgeschehen zurückgeht, weil es gerade weniger Infizierte gibt, weil auch weniger Leute mit entsprechenden Symptomen, also Erkältungssymptomen, dann in die Praxen kommen. Aber es ist natürlich schon seltsam, dass man in dem Moment, wo man lockert, gleichzeitig die Zahl der Tests zurückgeht, weil eigentlich die Strategie ja eine andere war. Die Strategie war ja, wir können dann lockern, wenn wir die Tests deutlich erhöhen. Die Kapazitäten sind zumindest da. Allein in der letzten Woche gab es bundesweit die Kapazität von über 1 Million Tests, die man machen kann. Tatsächlich wurden aber eben nur 320.000 Tests gemacht. Welche Rolle spielen diese Antikörpertests und auch die Antikörperspendengenesener derzeit? Also Antikörper ist ja so, jemand, der infiziert ist, der bildet Antikörper nach ungefähr einer Woche. Bei den Antikörpertests geht es darum zu erfassen, wie viele Leute überhaupt in der Bevölkerung möglicherweise bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben, obwohl sie es gar nicht bemerkt haben. Das heißt, weil sie entweder gar keine Symptome hatten oder nur leichte Symptome, leichte Erkältungssymptome, die sie möglicherweise gar nicht in Verbindung gebracht haben. Das ist die Idee der Antikörpertests. Da laufen Studien derzeit und die sind auch sehr wichtig, um einzuschätzen, einfach wie verbreitet das Virus schon ist. Das andere ist eine medizinische Maßnahme, eine Therapie, dass man sozusagen aus dem Blutplasma von Leuten, die infiziert waren, die also Antikörper gebildet haben, dieses Blutplasma möglicherweise auch zur Therapie von aktuell Schwerkranken nutzen kann. Auch dazu laufen derzeit Untersuchungen. Das ist ein altes Modell, eine alte Methode. Dafür hat ein Deutscher vor 120 Jahren sogar mal den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung dieser Serumtherapie. Aber da muss man auch noch abwarten, weil da gibt es noch keine validen Daten, wie nützlich diese Serumtherapie tatsächlich ist. In Berlin gibt es offenbar Überlegungen, eine Impfpflicht oder einen Antikörpernachweis einzuführen, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus da ist. Ist das sinnvoll? Nein, also ich glaube, das sind Verschwörungstheorien, die vor allen Dingen so von auf YouTube von Leuten wie CanFM verbreitet werden. Es wird heute im Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz gelesen, also debattiert. Aber in diesem Infektionsschutzgesetz findet sich kein Hinweis, dass es eine Impfpflicht geben sollte. Davon ist eigentlich auch abzuraten, denn eine Impfung hat ja möglicherweise auch immer Nebenwirkungen. Das heißt, es ist also ein Eingriff in körperliche Unversehrtheit. Also es spricht nichts dafür, dass es tatsächlich zu einer Impfpflicht kommt. Ich glaube, es ist auch gar nicht notwendig, weil wenn es tatsächlich einen gut funktionierenden und einen sicheren Impfstoff gibt, dann wird es genügend Leute geben, die sehr gerne sich impfen lassen, um eben diese Coronavirus-Erkrankung vermeiden zu können, die eben auch schwere Folgen haben kann, auch für jüngere Menschen. Ganz herzlichen Dank nach Berlin. Markus Grill.